Ja, und damit herzlich willkommen zum zweiten Liga-Rennen für mich, zum dritten Liga-Rennen der F1Game.de PC-Liga und dieses Mal aus China. Und ihr seht, es regnet schon Anfang des Qualis. Das heißt, wir werden jetzt nur eine Runde Zeit haben, um auf den Trockenreifen eine Zeit zu setzen. Und da geht's auch schon los auf die fliegende Runde hier in China. Einer meiner Lieblingsstrecken, auch wenn sie von Hermann Thielke gebaut ist. Erste Kurve hier, vorher das DRS schließen. Und jetzt muss es wirklich einfach alles sitzen, denn wir haben nur diesen einen Versuch statt der üblichen drei. Das war schon mal nicht optimal hier am Ausgang, ein bisschen zu weit draußen. Kriegen die Traktion noch einigermaßen hin. Sind hier aber auch schon gute 2 bis 3 Zehntel weg vom Optimalen, was sie hier schaffen können. Jetzt geht's in die S-Section und man sieht schon, so ein bisschen Spray kommt schon hoch. Und hier, das ist ein Fehler, da hätte ich im 6. bleiben sollen. Hier haben wir ordentlich Zeit verloren. Jetzt hier die beiden Doppel-Links-Kurven. Ja, kleiner Extent. Naja, das war auch ein sehr prächtiger Sektor im negativen Sinne. Ja, 29-0, das ist weit weg von der PB. Das sind, ja, gute 3-4 Zehntel. Jetzt ab in den letzten Sektor, da bin ich regelmäßig 40-0er gefahren. Der ist jetzt schon ein bisschen nass gewesen, also das werden wir jetzt definitiv nicht fahren können. Da wäre ich mit einer 40-1, 40-2, 40-3 auf jeden Fall sehr zufrieden. Hohe Topspeed hier, fast 360, ja, das schaffen wir, und anbremsen für die Haarnadel. Quersteher hier am Ausgang, hat aber nicht so viel Zeit gekostet. Jetzt die letzte Kurve. Shadow fährt auch nur eine 36-0. Mal schauen, was wir hier schaffen. Und das ist zumindest eine Zeit unter 1,35. Und das, ja, das reicht für Pole. Überraschenderweise, muss ich sagen. Ich hätte damit nicht gerechnet. Normalerweise, meine PB lag sogar unter 1,35. Also, ja, eigentlich alle haben keine gute Runde getroffen. Besonders Fett auf 11 ist da hervorzuheben, der seine Runde abbrechen musste wegen einem Cut. Genau wie Copa. Ja, ich vor Shadow. Wir beide komplettieren die erste Reihe. Dann Asemis, DH auf der 4B, Big Z, starker 5. Xedi, starker 6. Mein Teamkollege auch nur auf der 7. Del Piero 8. Magnus 9. Kenny 10. Wie gesagt, Fett schon auf der 11. Weit hinten.
Korea auf der 12 Copa 13. Ja, Fett hatte im Quali ungefähr die Pace wie ich eigentlich. Also, da sieht man, was eine Runde durcheinander bringen kann. Und nun springen wir hier zum Rennen in China. Auf jeden Fall wie immer eine meiner Lieblingsstrecken und da verlässt uns auch der erste leider schon. Korea hatte einen Disconnect, bei dem läuft das Spiel sowieso noch nicht so rund. Aber das ist meine erste Pole in F1game.de. Meine erste überhaupt in einer offiziellen Saison. Die Zwischensaison zählt da jetzt nicht. Und ja, das versprach auf jeden Fall schon mal ein gutes Rennen und die Lampen gehen an. Und direkt geht's hier los in China. Guter Start und ihr seht schon, die ersten Tropfen sind schon wieder auf der Motorhaube. Das heißt, es tröpfelt schon wieder. Mal schauen, der Himmel sieht auch sehr bedeckt aus. Hauptsache, wir können es ja erstmal vor Shadow halten. Sieht soweit gut aus. Wir behaupten unsere Spitzenposition. Ja, und es regnet. Also überraschenderweise schon die ersten Tropfen. Shadow hier sehr spät auf der Bremse, da kommt die erste Attacke von ihm, wir müssen da nochmal die Lenkung aufmachen, haben aber hier eigentlich auf der Außenbahn die bessere Traktion, fahren jetzt neben ihn in diese S-Section. Und das schaffen wir vor ihm zu bleiben. Alter, es regnet ja echt. Konnten ihn da nochmal auskontern und jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir vorne bleiben für die Geraden. Aber Shadow hat da einen kleinen Fehler gehabt. Wir haben jetzt eine kleine Lücke. Ja, ungefähr eine Sekunde. Da hat Shadow einen größeren Fehler eingebaut. Es ist wichtig, hier gut rumzukommen. Das schaffen wir sehr gut. Immer das Auto so ein bisschen schräg stellen. Das hat geklappt. Und wir schalten jetzt auf Fett. Der Motor ist hier immer ein Problem. Der wird sehr warm. Da müssen wir mal während des Rennens drauf achten. Aber wir bleiben hier erstmal vorne. Und springen jetzt in Runde Nummer 4. Und die Regentropfen werden stärker, jedoch noch kein Zeitpunkt gewesen, um an die Box zu kommen. Shadow hat sich wieder an uns herangearbeitet. Wir probieren hier wieder gut aus der Kurve rauszukommen, das gelingt uns soweit. Ja, Shadow und ich reißen hier eine Lücke ins Feld. Dritter Asem ist Vierter. Müsste DH sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und dann kommt schon wieder eine große Lücke. Also bis jetzt sieht es sehr gut aus hier für Shadow und mich. Wir setzen uns konstant vom Feld ab. Und so langsam wird es Zeit für einen Reifenwechsel auf Intermediates. Auch wenn die Zeiten jetzt das noch nicht aussagen. Man merkt es wirklich. Auch hier wieder. Die Section habe ich überhaupt nicht gut hinbekommen. Und die Reifen sehen auch nicht mehr fantastisch aus. Es lag aber auch daran, dass ich vermutet habe, dass der Ring bald kommt. Das heißt, ich habe auf die Reifen im ersten Sint ja, nicht wirklich geachtet. Jetzt ist Shadow nah genug dran. Das DRS ist noch erlaubt, dadurch, dass wir auf Trockenreifen sind. Und da wird jetzt wahrscheinlich eine Attacke von ihm kommen. Wir verteidigen hier auf der Innenbahn. Da fliegt Shadow an uns vorbei. Na, vorbei nicht. Wir bleiben hier auf der Bremse, auf der Innenseite. Und ja, bremsen ihn dann wiederum aus. Können hier die Führung ein weiteres Mal behaupten. Aber jetzt könnte die nächste Attacke auf der Startzielgeraden kommen. Das ist jedoch deutlich, deutlich schwerer und ja, wir scheinen uns hier zu behaupten. Und wählen hier auch schon mal an, dass wir auf Intermediates jetzt so bald wie möglich wechseln, denn wir hören jetzt auch schon deutliche Wassergeräusche unter den Reifen. Also am Ende dieser oder am Ende nächster Runde wird es wahrscheinlich soweit sein. Ja, unser Ingenieur empfiehlt uns erstmal noch auf den weichen Reifen hier zu bleiben. Aber ja, man merkt schon, es wird deutlich schwieriger. Und deshalb schon jetzt zum Ende der fünften Runde. Und Shadow hatte Probleme mit der Motortemperatur. Ja, gerade wenn man hinter Leuten herfährt in China, ist es extrem schwierig, den Motor da auf Temperatur zu halten, beziehungsweise den Motor zu kühlen. Und gerade auch im Regen wird es nochmal schlimmer werden. Und wir entscheiden uns jetzt an dieser Stelle in die Box zu gehen. Ich halte es für die richtige Entscheidung. Wir haben uns unseren Fehlern in Malaysia zumindest gelernt und gehen jetzt eher früh als spät hier auf die Intermediates. Hinter uns sieht man auch noch einen Ferrari in die Box biegen. Das müsste Asemis sein. Biegen hier ab.
Und los geht's, raus, wunderschöner Boxenstopp. Keiner konnte uns aufhalten an der Stelle. Nun werden wir erstmal sehen, wie wir mit den kalten Intermediates klarkommen. Auf P7 kommen wir heraus und die Reifen sind kalt. Aber sie funktionieren zumindest, also sie sind nicht komplett verkehrt. Sieht zumindest so aus. Warum 4 Sekunden? Kann mir das mal einer erklären? Nö. Da muss er ja, da wird uns gesagt, der leichte Ring dauert noch ca. 20 Minuten an. Und hier sehen wir die Motortemperatur. Die sieht nicht sehr gut aus. Ja, er hat von selbst repariert. Jawohl. Und ja, die Reifen werden einfach nicht warm. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt auf jeden Fall, dass die Strecke sehr nass ist und die Reifen durch die nasse Strecke noch nicht so schnell warm werden. Jetzt kriegen wir langsam die Hinterreifentemperatur. Also wir haben hier den richtigen Zeitpunkt erwischt. Nur wenn sie zu schnell warm geworden wären, dann wären wir zu früh drin gewesen. Aber das ist auf keinen Fall hier zu früh. Unser Motor macht uns aber einige Sorgen. Der ist jetzt zwar orange, aber ein Glück noch nicht rot. Das heißt, der Leistungsverlust ist noch nicht so gravierend wie bei zum Beispiel Shadow oder anderen Fahrern. Ja, und jetzt haben die Vorderreifen auch endlich Temperatur. Das heißt, es hat bis zur langen Geraden gedauert. Fast eine ganze Runde mit kalten Reifen gefahren. Das wird jetzt Leuten wie Shadow und so weiter, die jetzt alle da an die Box gehen, wie wir auf der Minimap sehen, das wird denen jetzt auch noch bevorstehen. Und da sehen wir, Shadow, ja, kommt vor uns heraus. Hier liegen Teile auf der Fahrbahn. Und die Lücke ist doch relativ groß. Also vielleicht war das sogar doch noch zu früh. Aber Shadow sollte jetzt noch mehr Probleme haben, die Reifen auf Temperatur zu bekommen. Dadurch, dass die Strecke ja von der Runde zur Runde danach noch nasser geworden ist. Hier sieht man es auf jeden Fall schon, in der Bremszone kommen wir deutlich näher. Noch 1,8 Sekunden laut dem Tachometer oben links. Und ja, man sieht es förmlich, wie wir hier näher kommen. Shadow steht ja fast in den Kurven. Unsere Reifentemperatur ist dagegen genau richtig schön warm. Und ja, jetzt sind wir sehr, sehr nah dran an Shadow. Und in der folgenden Kurve sollten wir eigentlich so nah dran sein, dass wir ihn auf der Geraden probieren können zu attackieren. Sag mal, ey, von wo haben die denn die Reifen? Aus dem Kühlschrank oder was? Da beschwert sich Shadow auch über die Reifentemperatur. Ja, das bestand mir eine Runde vorher vor. Und wir haben hier sogar DRS. Eigentlich sollte das verboten sein, da jemand auf Intermediates ist. Aber wir profitieren davon und ziehen dadurch jetzt an der Außenbahn hier an Shadow vorbei. Der ist dann noch auf der Innenbahn, aber wir können das halten. Auf der Außenbahn haben wie immer eigentlich eine sehr gute Traktion. Und damit ist Shadow jetzt wieder hinter uns. Wir übernehmen wieder die provisorische Führung, während Cooper der Letzte ist, der an die Box geht. Damit sind wir jetzt auch wieder richtig in Führung und wir springen in Runde 11 und ja, ist es wirklich so gewesen wie im ersten Sinn. Shadow ist zwar direkt hinter mir, hat aber auf der Geraden Probleme mit der Motortemperatur. Wir haben uns immer so ein bisschen geholfen, ja, mit Mager im Mittelsektor zu bekommen und dadurch die Motortemperatur im grünen Bereich zu halten. Shadow hat das nicht gemacht und dadurch hatte er immer einen sehr roten Motor. Hau ab! Heck! Ja, ich wollte den Wind abgeben. So, und da berührt uns Shadow von hinten. Das war knapp. Ich fand das auch nicht wirklich intelligent von Magnussen, da uns beiden Windschatten zu geben. Einfach rechts an Rand wäre die einfachste Methode gewesen. Nein. Aber es wird immer nasser. Und wir springen in Runde 14. Und es wird wirklich noch nasser und noch nasser. Halt trocken genug für DRS. Aber wir machen das eigentlich ganz gut. Wir kümmern uns um unsere Motortemperatur. Shadow kann im Mittelsektor nicht vorbeifahren. Auf der langen Gerade haben wir immer genügend Topspeed, um uns vorne zu halten. So langsam, ja, gehen meine Reifen in die Knie und der Regen wird, beziehungsweise der wird nicht mehr doller, der nimmt so ein bisschen ab. Wir sehen im Hintergrund auch so ein paar Lücken im Horizont. Also wirklich stark ist er nicht mehr. Jetzt hat er seinen Peak sozusagen erreicht. Während Shadow uns jetzt direkt im Head klebt, wir hier einen kleinen Fahrfehler machen und Shadow da probiert vorbeizukommen, aber wir das noch sozusagen halten können. Ja,
der Shadow jetzt direkt dran. Der wird auf jeden Fall probieren, gleich wieder zum Überholmanöver anzusetzen. So nah war er praktisch noch nie dran. Ich habe auch, glaube ich, den etwas höheren Reifenverschleiß in Bezug, ja, oder im Vergleich zu ihm. Asemis und ein weiterer Fahrer, das müsste entweder Fett oder DH sein. Das sind auf jeden Fall die beiden hinter Asemis. Sind auch etwas weg, das sollten so 3, 4, 5 Sekunden sein, Mann, eventuell. Ich komme in der Rechtskurve viel zu nah teilweise an dich ran. Genau, und hier zeigt sich ja, wieder, was sich die Runden vorher auch schon gezeigt hat. In der Linkskurve, bisschen Quatsch, in der langen Rechtskurve auf die Geraden hinzu hat Shadow auch noch untersteuern, dadurch, dass er in unserem Windschatten oder in unserer Dirty Air fährt. Und dann haben wir auch noch eine grüne Motortemperatur, die uns erlaubt, das Volle aus unserem Motor herauszubringen. Und die hat Shadow beispielsweise auch nicht. So, jetzt schalten wir wieder auf Mager. Und das ist sozusagen jede Runde gegangen. Und hier machen wir jetzt einen Fehler. Wir sind zu weit außen. Aber können uns da gerade noch vor Shadow einsortieren. Das sollten wir auf jeden Fall aufpassen. Hier raus eine gute Traktion erwischen. Aber Shadow hat diesmal auch eine gute Traktion. Ist ja fast schon neben uns. Wir machen hier die Innenseite zu, gehen jetzt auf die Außenbahn und da kommt Shadow. Und da gibt es die Kollision und wir drehen uns, beziehungsweise ich drehe mich. Bam. Und da kommen auch schon die beiden Ferraris. Wir probieren hier relativ vorsichtig auf die Strecke zurückzukommen. Also eben, es geht dadurch vorbei an uns. Ja, aus meiner Sicht habe ich da ein wenig zu früh eingelenkt und Shadow hat sich verbremst. Das heißt, eigentlich war beiden da eine Schuld zuzusprechen. Ich weiß aber nicht, wem mehr. Ich würde eher sagen Shadow als mir. Aber ja, Shadow hat sich halt schuldig gesehen, hat mich vorbeigelassen. Wir sind jetzt auf Rang 2 und jetzt ist es ja Tohuwabohu, denn jetzt sind hier 5 Fahrer ganz vorne dabei. Und ich habe jetzt so ein bisschen meinen Rhythmus verloren. Irgendwann. Ja, Asim ist jetzt in Führung. Der Meisterschaftsführende, der bis jetzt zweimal Zweiter wurde in den beiden Rennen, in Australien und Malaysia. Und jetzt dürfen wir mal schauen, wie gut wir mitteilen können, denn unsere Reifen, ihr seht's, die sind eigentlich schon, zumindest der vorne links ist komplett hinüber. Die anderen, würde ich sagen, sind noch so im Rahmen. Aber es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht noch nass genug. Und jetzt passiert praktisch mein großer Fehler. Der Boxeningenieur hat es eigentlich schon angesagt. Wir sollten mal auf Trockenreifen wechseln, laut ihm. Und da sehen wir einige an die Box gehen. Das habe ich aber zu diesem Zeitpunkt gar nicht mitbekommen. Ich dachte, dass es einfach keiner in die Box gegangen ist, sondern alle weiterfahren. Ich wusste halt nicht, wer jetzt vor mir und wer hinter mir ist. Ich wusste, dass Asims vor mir ist, aber in welcher Reihenfolge die hinter mir sind, wusste ich nicht. Darauf habe ich auch ehrlich gesagt zu diesem Zeitpunkt nicht geachtet. Das war hier an dieser Stelle, denke ich mal, mein Fehler. Denn, ja, wie sich herausstellt, Runde 17 sind wir immer noch draußen. Und seit 2 Runden sind Shadow und Fett bereits auf Trockenreifen. Und auch, ja, DH ist eine Runde später auf Trockenreifen gegangen und ihr seht, mein linker vorderer Reifen ist komplett rot. Der ist kurz vorm Platzen, wirklich. Und jetzt habe ich es auch gerafft, dass alle in die Box gegangen sind und dass sie auch wirklich Sektor für Sektor aufholen. Und jetzt habe ich gemerkt, dass ich meine Chancen hier auf den Sieg zu 99,9% verspielt habe. Genau wie Asim ist im Grunde genommen. Hier sogar noch eine Runde weiterfährt. Also Asemis hat das genauso wie ich überhaupt nicht mitbekommen und fährt hier jetzt sich noch weiter ins Verderben als ich. Ich biege jetzt hier an die Box, schaue auf, was für Reifen meine Gegner sind und die sind alle auf Trockenreifen, nur noch vor ganz vorne Asemis auf Inters und jetzt werden wir natürlich auf die Primes wechseln. Verstanden, rechts über Teugehabiger Video. Denn mit den Primes werden wir jetzt alle durchfahren können. Die halten locker 13, 14 Runden. Und wir kommen auch nur auf Position 5 heraus. Das heißt eigentlich Position 4, denn Asemis wird jetzt definitiv noch viel mehr Zeit verlieren als ich. Dann schaut mal, wie viel Grip wir hier bereits haben auf diesen Reifen. Das heißt, wir werden jetzt maximal noch Zeit gut machen können. Die Lücke auf DH ist auch nicht wirklich klein. Das sind 7 Sekunden. Ja, oder 6.
1,5, wie man oben sieht. Das wird auf jeden Fall schwer, jetzt noch irgendwie Boden gut zu machen. Da haben wir es mal wieder strategisch verzockt. Nach der Kollision auf jeden Fall die zweite Sache, die uns hier in diesem Rennen wieder mal an einer besseren Platzierung hindert. Das erste natürlich teils Eigenverschulden. Das zweite hier ganz so klar meine Fehler. Ich habe einfach nicht gerafft, dass es schon wieder Zeit für Trockenreifen ist. Aber wir sehen, Runde 21, wir laufen auf DH. Der hat bereits zwei oder drei Runden zuvor einen großen Fehler Ende des zweiten Sektors gehabt, wodurch er, ja, gute 3 Sekunden verloren hat. Und wir hatten wirklich eine gute Pace. Das heißt, die 2 Sekunden, die wir dann auf den Rückstand hatten, haben wir relativ schnell zugefahren. Auch dank unserer frischen Reifen natürlich, die eine Runde jünger sind als die von DH. Und jetzt heißt es Attacke, Attacke, Attacke. Eventuell noch diesen Podiumsplatz holen, während ihr seht, wie viel Zeit Asemis in dieser einen Runde verloren hat. Schaut mal nach hinten. Ihr wisst, wie viel er vor mir war, ungefähr vor meinem Boxenstopp. Und er ist eine Runde später hineingegangen. Natürlich jetzt noch auf weiche Reifen, denn er hat nichts mehr zu verlieren in diesem Rennen. Und ihr seht, das ist ein Riesenabstand. Das sind locker 10 Sekunden, die er da auf uns Rückstand hat. Sehr ärgerlich für Asemis, aber ihr seht, wie viel mich, ja, diese Strategie gekostet hat. Ganz vorne betteln sich gerade Fett und Shadow um den Sieg. Wir werden jetzt probieren, an DH vorbeizukommen. Im DRS-Fenster sind wir bereits, aber dafür sind wir jetzt noch zu weit weg, um eine Attacke zu starten. Jetzt heißt es erstmal ranfahren und dann die nächstbeste Möglichkeit sich suchen, um ihn zu überholen. Wenn da sehen wir es auf den weichen Reifen eine neue Bestzeit fährt und wir hier jetzt sehr, sehr nah dran sind auf an DH. Auch eine gute Traktion aus der Kurve haben. Jetzt sind wir dran. Unsere Motortemperatur werden wir jetzt wieder kontrollieren. Und dann werden wir aber wahrscheinlich versuchen, auf einer in der beiden DRS-Zonen DH zu überholen. Denn unsere Topspeed ist gut, unsere Motortemperatur ist gut. Da sollte nichts im Wege stehen, was uns am Überholen hindern sollte. Bedingungen natürlich, wir müssen hier dranbleiben in der Dirty Air von DH. Das ist nicht immer einfach in dem Spiel, aber es sollte machbar sein. Und ihr seht, das haben wir gut hinbekommen im Mittelsektor. Und das sieht jetzt sehr gut aus für eine Attacke auf der langen Geraden. Das heißt, es ist nah genug dranbleiben, um einen guten Ausgang aus dieser Kurve zu bekommen. Wir nehmen da eine andere Linie und das gelingt uns somit auch relativ gut. Wir kommen jetzt ein bisschen weit raus, das war nicht optimal. Es ist wieder eine kleine Lücke da, aber wir haben ja ein Glück noch das DRS, was uns wieder zur Verfügung steht. Und jetzt kommen wir von hinten angeflogen. Das wird doch relativ eng, ihn jetzt hier zu überholen. Wir setzen uns hier neben ihn und bremsen da ihn aus. Lassen ihm da ganz wenig Platz zum Überleben, aber es reicht aus, wir übernehmen die 3. Position. Und die sollten wir auch halten, denn wir waren schneller als DH. Nach vorne wird es jetzt ganz, ganz schwer, da müssen sich jetzt Fett und Shadow gegenseitig abschießen. Und wir werden jetzt hier probieren, nochmal ein bisschen Boden gut zu machen, uns von DH frei zu schwimmen und den 3. Platz ins Ziel zu fahren, das sollte das Ziel sein. Mit Glück kriegen wir da noch von vorne einen Platz oder 2 Plätze ab, wenn die kollidieren, aber da können wir nicht aus eigener Leistung mehr hinkommen. Und so ist es dann auch gekommen. 9 Sekunden sind Fett und Shadow weg. Nach hinten auf DH haben wir auch, ihr seht es, eine relativ große Lücke herausfahren können. DH, muss man sagen, hat dann auch für sich eigentlich klug entschieden und gesehen, dass er mit mir nicht ganz mithalten kann und dann auch so ein bisschen abreißen lassen, um seine Reifen zu schonen um den 4. Platz nach Hause zu fahren, denn ja, ein Battle hätte ihm sicher nicht gut getan mit mir, da hätte er wieder Zeit verloren, dadurch, dass wir natürlich nicht die optimale Rennlinie fahren können. Und Asemis hat einen fantastischen Reifenverschleiß, mit dem er dann, ja, wahrscheinlich DH sogar geschnupft hätte, hätte er sich mit mir weiter duelliert. So hat sich DH dafür entschieden, etwas langsamer zu machen, vielleicht die 2/3 Zehntel pro Runde in die Linie zu investieren, da ein bisschen Zeit zu verlieren und die Reifen etwas zu schonen. Das war definitiv eine kluge Entscheidung von ihm, muss man sagen. Nach vorne werden wir hier wahrscheinlich nichts mehr reißen können, da sind Fett und Shadow zu weit weg. Ihr seht, der Abstand bleibt auch hier konstant bei ca. 9 Sekunden, wir haben dann nur noch ein bisschen aufholen können. Und dann wird das wahrscheinlich ein weiteres Mal der 3. Platz hier. Während wir uns hier fast nochmal wegdrehen in dieser Rechtskurve, da haben wir das Übersteuern ja nicht wirklich abgefangen. Ist
aber auch relativ egal, denn wir werden diesen dritten Platz relativ sicher jetzt ins Ziel fahren können. Nur noch diese Haarnadel und die darauf folgende links. Ja, bravo. Shadow gewinnt das Rennen vor Fat First. Glückwunsch, Shadow. Dankeschön. Und wir drehen uns hier fast noch einmal weg, kriegen dafür sogar eine Verwarnung, die meiner Meinung nach total lächerlich ist. Aber wir fahren wiederum einen dritten Platz ins Ziel, wieder die gleiche Reihenfolge, ein Sauber vor einem Ferrari und einem Toro Rosso. Ja, diesmal nur der Ferrari Fat First statt Azemes. Der Pokal wird hier Shadow übergeben und in die Höhe gereckt. Und jetzt fließt der Champagner hier auf dem Podium. Auf jeden Fall bin ich mit meiner Pace wieder zufrieden gewesen. Ihr habt gesehen, auf jeden Fall hatte ich die Pace, um ja praktisch die ganze Zeit vorne bleiben zu können, beziehungsweise hatte ich eine sehr ähnliche Pace zu Shadow. Und hier sehen wir das Endresultat. Shadow gewinnt verdient vor Fat First. Ja, 1/14 der Abstand der beiden. Dann 10 Sekunden Abstand zu Shadow. Dann von mir, 5 Sekunden dahinter ungefähr DH, weitere 3 Sekunden dahinter Alsemis. Dann eine große Lücke zu Copa, Big Z 7., Kenny 8., Wycombs 9., der hatte in der letzten Runde noch einen Reifenplatz, ein enttäuschendes Rennen für ihn mal wieder. Xedi holt den letzten Punkt und Magnussen und Del Piero gehen leer aus. Schnellste Runde geht an Alsemis, der im letzten Sind ja nochmal auf weich gefahren ist. Ja, wieder enttäuschendes Rennen eigentlich für Wycombs und mich. Ich hätte die Pace gehabt, zumindest vorne mitmachen zu können. Also ich wäre mit Sicherheit ein tolleres Battle gewesen, wären wir davon zu dritt sogar gewesen. Also die Pace von denen da vorne hatte ich allemal. Ja, und Wycombs auch eigentlich immer ein Top-6-Kandidat. Und hier sehen wir den WM-Stand, der noch nicht so viel aussagt. Die Streichresultate, die drei, die wir pro Saison haben, sind noch nicht eingerechnet. Da wird das erste im nächsten Rennen eingerechnet sein. Shadow führt ganz knapp jetzt vor Azemis und DH. 5 Punkte Abstand zwischen den dreien. Dahinter Fett, Copa und ich sind punktgleich auf der 5. Wycombs 7., 10 Punkte hinter mir. Danach Kenny, Big Z und FD die letzten mit zweistelliger Punktzahl und dahinter Magnussen, Xedi, Gorea, Sneaky und Del Piero. Ja, auf jeden Fall noch nichts verloren da, 20 Punkte, das ist nicht mal ein Rennen und nicht mal ein Streichresultat, was da praktisch den Unterschied macht. Shadow auf jeden Fall jetzt mit 2 Siegen in Folge, starke Leistung bis jetzt immer nur sauber ganz vorne gewesen. Ein sehr, sehr starkes Team diese Saison und jetzt schauen wir gleich nochmal auf den Konstrukteurs-WM im Stand. Da führt Sauber mit den beiden DH und Shadow vor Ferrari. 12 Punkte sind das. Dann ja eine größere Lücke zu uns, zu Toro Rosso. 33 Punkte ganz knapp hinter uns, McLaren. Und dann wieder eine größere Lücke zu Williams, Mercedes, Force India und Red Bull mit einem Punkt. Und ja, das war's mit diesem Video hier aus China. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mich würde mal interessieren, wie ihr dieses Pre-Intro fandet, wo ich das letzte Rennen nochmal in 2 Minuten zusammengefasst habe. Ja, das wäre es so ziemlich von meiner Seite. Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es dann in Bahrain im Nachtrennen um die Wurst geht. Und ja, bis dahin, euer Klawutzke. Tschüss.